Na, was denn nun? Atomkraft, Kohlekraft oder volle Kraft in erneuerbare Energien? Deutschland sucht hektisch nach Alternativen für den Fall, dass hier bei Nord Stream an der Ostsee gar kein Gas mehr ankommt. Im Energiestreit werden jetzt schwere Geschosse aufgefahren. Sachsens Ministerpräsident gibt der Ampel eine glatte 6 in Energiefragen. Die Energiewende, so wie sie geplant war, ist gescheitert. Der Bund will sie jetzt erzwingen. Obwohl sich die Konstellationen verändert haben, das wird schiefgehen. Finanzminister Christian Lindner fordert den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke. Markus Söder stimmt ihm zu. Wir brauchen ein Weiterlaufen der Kernkraftwerke und nicht nur für 2 Monate, sondern zur Sicherheit bis 2024. Das sieht auch der Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall so und geht sogar noch weiter. Die vorhandenen Atommeiler reichten auf die Dauer nicht für die Versorgung aus. Wir alle wollen ja mittelfristig elektrisch fahren in dieser Republik und da wird natürlich der grüne Strom niemals ausreichen. Insofern ist es absolut notwendig, dass wir in neue Atomkraftwerke investieren. Laut einer aktuellen INSA-Umfrage sind sogar 54% der grünen Wähler für eine Verlängerung der Atomkraftwerke. Die Bundesvorsitzende Ricarda Lang spricht sich dagegen im Sommerinterview entschieden aus, schlägt aber eine für die Grünen eher überraschende Alternative vor. Wenn wir auf das Gas schauen, dann hilft Atom nur ganz, ganz, ganz wenig. Da haben wir andere Mittel, mit denen wir Gas in der Verstromung ersetzen können. Das sind zum Beispiel die Kohlekraftwerke. Das ist für mich als Klimaschützerin kein einfacher Schritt. Und das erste Reserve-Steinkohlekraftwerk steht schon vor dem Neustart. Das Kraftwerk Merum zwischen Hannover und Braunschweig gehört dem tschechischen Energiekonzern EPH und kehrt demnächst ans Netz zurück.